Hallo Freunde, willkommen zurück zu Graveyard Keeper. Hier ist wieder euer Baron der Toten. Okay, jetzt reißen wir mal hier alles weg, was ich doof finde. Guck mal, das gibt ja auch null. Da, so ein Schwachsinn, das ist ja alles nur weg. Das ist ja alles nur Unsinn. Das will ich nicht. Ich will nicht, dass so ein Runz auf meinem Friedhof rumliegt. Habe ich keine Exhumierungserlaubnis? Nee. Aber was ich jetzt machen werde, ich werde ein paar kaufen. So. Zack, nämlich. Eins. Zwei, drei, vier. So, die packen ich jetzt alle hier in die Kiste und dann haben wir das. Dann können wir den Friedhof mal ein bisschen schöner machen hier. Grab. Ja, ich will die Leiche exhumieren. Dankeschön. Kriege ich dafür eigentlich nochmal eine Bestattungsurkunde? Wäre natürlich toll. Weil dann ist das nicht so teuer mit der Exhumierungserlaubnis, wenn ich das einfach tausendmal machen kann hier. Aber ich glaube nicht, dass es so ist. Okay, tschüss. Wir haben nämlich jetzt gerade eine neue Leiche gekriegt. Und die ist gut, da bin ich mir sicher. Das wird ein richtiger Tip-Top-Tap sein, wie das hier. Yeah. Guck mal, die sieht doch jetzt schon gut aus. Nee. Die werde ich gleich so... Ja, soll ich die eben ausschlachten? Nee, ich will eigentlich auch gerade keine neuen, weil das bringt mir ja nichts. Obwohl ich dadurch viel Geld kriegen würde. Aber ist auch langweilig. Da muss ich wieder einen halben Wald abholzen. Nee, die lasse ich jetzt erstmal wieder verrotten. Wir haben ja 7 Kupfer, 7 Silber. Das ist ja in Ordnung. Obwohl, nee, wenn ich die Chance auf eine bessere habe. Oben habe ich ja einfach... Pass mal auf, wir machen jetzt Folgendes. Ich nehme einfach mal Blut und Fett hier raus. Und dann gucke ich mal, wie das dann aussieht. Zack. Das ist schon mal nicht schlecht. Und, ja, Bingo, ey, das ist doch mal eine Leiche, die ich nehmen kann. Du musst nur an dich glauben, da kannst du alles erreichen. Was ist eigentlich draußen los hier? Es regnet und es hört sich an, als würde jemand kärchern. Warum? Was ist mit den Leuten heutzutage los? So, Grabstein. Natürlich hier auf Tüdi machen wir den. Ja, der Grabzaun muss einfach auch glänzen hier. Geht das noch? Yes. 3 Punkte mehr für den Friedhof. 40 Punkte Friedhof, Leute. 40 Punkte Friedhof. 40 Punkte Friedhof gehören dazu. Ich mach doch hier keine Fehler. Ich mach doch alles richtig. So, weg damit. Okay. Raus hier. Und draußen quietscht wie sonst was. Ah. Jetzt müssen wir aber unbedingt... Ich drück mich ja gerne davor, das wisst ihr, ne? Aber wir müssen unbedingt wieder auf den Bauernhof. Und wir haben ja auch noch Wein angebaut und alles. Das muss ja auch alles erledigt werden. Hier ist doch wieder was frei. Cool. Aber mal direkt wieder kegelförmige Gefäße. Nein, nee, nicht doppelt. Nein! Mann! Oh, es hat hier angestrengt. Das mal hier rein. Ja, an den Schwachsinn. Kann ich das nicht einfach verheizen oder wie war das? Ich will jetzt Brennholz. Da. Aus so einem Quatsch. Das brauche ich nicht. Das brauche ich nicht. Das ist Unsinn. Ich gucke jetzt mal, was hier los ist. Wartet mal. Ja, wir haben so Nachbarn gegenüber, die nenne ich nur liebevoll die Laubsäge-Heinis, weil die haben irgendwie, ich weiß nicht warum. Ich meine, ich hatte ja schon viel mit so Leuten zu tun gehabt, bei denen man sich so denkt, was ist denn da los? Und du suchst ja auch nie das Gespräch. Das ist ja, glaube ich, die Problematik dabei. Und dann machen die einfach irgendwas die ganze Zeit, so wie in meiner alten Wohnung, dieser eine Typ, der den ganzen Tag eine Bohrmaschine benutzt hat. Da weiß ich auch nicht, was mit dem los war. Und ja, das ist jetzt hier auch. Und das sind so Leute, die haben wirklich alle 3 Wochen, jeden Monat steht da ein Laubsäger und die reißen irgendwie ihre Bäume da weg. Ich weiß auch nicht, warum die das jeden Monat machen. Die machen das einfach. Finden das gut.
So viel dazu, ne? Rankenpresse wollte ich so als nächstes machen, richtig, damit wir hier Öl auch herstellen können. Dafür war das. Aber dann. Das ist. Ich finde das nervig. Okay, die Zwiebels. Aber erstmal die Karotzkes hier. Leute, wir sind einfach jetzt gerade bei dem Spiel in so einem Status, dass wir gut sind. Ich fühl's gerade wirklich so fliegen hier. Wir haben lange gebraucht, aber jetzt ist alles so quasi ein Selbstläufer geworden. Okay. Außer das hier. Weißt du, so viele Patches, ne? Aber diese Kacke hier, die wird nicht gepatcht. Das ist nicht richtig. Damit habe ich keine Freude. Nein, Maddie, damit keine Freude. Nee, nee. Nee, nix Freude. Hier nur Unsinn. Ah. Und das auch noch. Nee, ich will hier nicht Hanf jeden. Ich will... Das da. Oh ja, ich freue mich schon auf besseren Dünger. Das ist, ich sag's ja immer wieder, in jedem dieser Bauernspiele ist es für mich in Ordnung, ist das so der beste Moment, wenn du deinen Dünger, nee, deine Saat selber herstellen kannst. Und das finde ich bei Story of Seasons sehr gut gelöst, weil du das ja da machen musst, um eine höhere Qualität in deinen Aussaatprodukten zu kriegen. Das ist, ich finde, das ist so ein schönes Spiel. Und es gab ja auch dieses Jahr ein neues Harvest Moon, aber das ist Schmutz, also von oben bis unten Schmutz gewesen. Das sind so Spiele, die spielt man einfach nicht. Die kauft man auch nicht. Ich glaube, da war ja irgendwas, dass das verkauft wurde, die Marke oder was auch immer. Und anstatt, dass die neuen Eigentümer dann was Gutes daraus machen, nee, nee, nee. Diesen Gedanken verstehe ich auch so oft nicht. Das haben wir ja schon mehrfach gehabt bei irgendwelchen Spielen. Dass dann irgendwas verkauft wurde und dann gibt es neue Eigentümer und dann ist einfach alles scheiße. Ich weiß auch nicht, warum. So, jetzt haben wir nämlich ein Problem hier. Ja, ja. Oh. Ja. Die Problematik kommt ja größtenteils daher, dass wir verschiedene Qualitätsstufen der angebauten Produkte hier haben. Siehst du mal. Ganzer Acker voll mit Quatsch. Aber das mit den Maden und so, das können wir ja auch lassen. Ich glaube, ich weiß gar nicht, wofür man die braucht. Da kann ich ja... Ich habe ja eine Made analysiert und dann steht hier, zerfällt in bla und bla. Das heißt, ich könnte da theoretisch Sud draus machen. Und dann schauen wir mal, was das so bringt. Allerdings weiß ich auch nicht. Ich meine, ja, dass es so gewisse Grundprodukte gibt, zu denen die dann zerfallen können, ist ja mir schon mittlerweile bewusst. Aber es muss ja auch irgendwo hinführen. Es reicht ja nicht, wenn man das einfach nur so hat und dann ist vorbei. Da muss man ja irgendwas mitmachen hinterher. Und an dem Schritt stolper ich gerade noch ein bisschen. Wie viel Maden habe ich mit? Was soll ich mit so viel Maden? Und hier sind auch noch welche drin. Was ein Unsinn. Was ist eigentlich mit diesem Buch? Daraus ruiniertes Buch, daraus kann noch Papier gewonnen werden. Dann mach es doch auch. Nein, dann musst du an einem deiner Tische machen. Schreibtisch, Arbeitstisch, Wursttisch, Kirchenarbeitstisch, Arbeitskirchentisch. Tisch, Kirch, Kirch, Tisch, Kirch, Kirch. Kiste. So. Weißt du nicht mehr? Hast du den Überblick verloren? Oh Mann. Du bist aber blöd, Maddie. Du bist aber blöd. Das ist auch eine Frage der Zeit. Bist du endlich mal unter der Erde liegst hier? Dann geht's dir genauso wie deinen Kunden hier. Genau so geht's dir dann. Ja. Und keiner wird lachen. Alle werden sie. Ey, kann der mal aufhören mit diesem blöden. Das ist aber auch wieder so typisch, ne? Kennst du das, wenn du dann so einfach
es ist einfach mega lange warm gewesen. Ohne Ende heiß draußen. Und dann hast du einen Tag mal, wo es ein bisschen kühler ist. Und dann fangen die Leute an, freizudrehen. Weil die haben dann ja auch endlich Gelegenheit, ihren Laubsäger rauszuholen. Das ist wichtig. Weil ohne Laubsäge ist einfach das Leben auch scheiße. Ich stelle mir gerade wirklich vor, wie die da so hängen. Und die ganze Zeit so, ich und mein Holz. Und dann sägen die das alles weg. Fühlt sich einfach mega wichtig. Okay, apropos mega wichtig, wir brauchen eine neue Kiste. Eine Kiste nur für Samen, das ist doch mal was drin. Das ist doch... Ja, Maddie, da hast du eine Idee, yes! Okay. Bevor ich das machen kann, gehe ich mal hier rein und brenne einfach ein paar Karotten durch. Habe ich denn welche mit? Nee. Wir machen jetzt Rübenscheiben, so. Auch nicht schlecht. Rübenscheiben, Doppelpunkt. Auch nicht schlecht. Ist so ein richtiges Katz-und-Gold-T-Shirt, finde ich. Das würde ich mir sogar angucken. Das würde ich sogar tragen. Rübenscheiben, auch nicht schlecht. Ich glaube, wenn ich zeichnen könnte, ich wäre so reich. Ich wäre so reich. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Was ich für gute Ideen immer habe. Man muss es einfach nur gut umsetzen und zack, hast du einfach wieder richtig viel Euros. Fertigen. Hier kann ich eine Predigt schreiben. Mit Kapiteln. Wie schreibe ich denn Kapitel? Aber jetzt sag nicht Notizen. Sag nicht, dass ich dafür Tinte brauche. Doch, natürlich brauchst du Stift und Tinte. Aber wir haben ja auch... Okay, wenn wir das haben, dann können wir jetzt zumindest ein paar Predigten formulieren. Das ist nicht schlecht. Jetzt eher alles gelassen, was ich hier lassen wollte. Nee, die Maden habe ich noch mit. Nee. Je weiter man im Spiel voranschreitet, desto weniger schafft man in einer Folge, habe ich das Gefühl. Weil immer so viele Sachen sind und dann sagen alle, ja, Maddie, mach doch dies, mach doch jenes, welches und solches und alles. Parlez-vous le français? Parlez-vous le français? Non. Ey, jetzt, ich gehe da gleich rüber und schmeiß den in den Laubsäger rein. Wie in so Horrorfilmen. Das mache ich. Ich habe langsam auch echt keinen Bock mehr. Da kannst du einmal Fenster aufmachen, schön, ne? Erstmal schön lüften kannst du. Und was ist? Alle sind so bekloppt draußen. Oder grillen, auch immer gut. Kannst du einmal Fenster aufmachen und direkt riechst du dann. Hier im Ruhrgebiet ist ja so, dass du ohne Spiritus ja gar nicht grillen darfst. Gefühlt. Das musst du ja machen. Also, kein Spiritus, keine Grillfeier. Ist natürlich jetzt ein Witz, aber ihr wisst, wie ich das mache. Du Scheißfliege, verpiss dich. Verpiss dich! Oh Mann, was ist eigentlich? Warum bin ich heute so gereizt? Warum ist hier eigentlich alles wieder so? Stirb! So. Dieser Sommer ist einfach scheiße. So wollen wir jetzt auch nicht drüber nachdenken. Dieser Sommer ist scheiße. Da kannst du sagen, was du willst. Ist heiß, Insekten ganz viel, Leute bekloppter als sonst. Also, kann man auch nicht schönreden, finde ich, sowas. Das ist einfach scheiße. So, hat er jetzt gesagt. Was brauchen wir denn jetzt noch für so eine Kiste? Ich brauche jetzt so ein bisschen normales Holz. Das da, zack. Nägel brauche ich bestimmt und einfache Eisenteile. Nicht wahr? Ja, brauche ich doch immer. Ist doch immer das Gleiche. Ich mache die Nägel von hier mit. Einfache Eisenstücke, da habe ich keine mehr. So, zack. 20 Stück hier. Böms. Bam. Böms. Und ich habe keine Energie mehr. Ich habe noch nicht mal was zu fressen. Oder wie ist das? Kann ich den Pilz essen? Wo ist der überhaupt? Ne, ich habe doch hier noch Karottenschnitzel. Nein, kannst du nicht mitnehmen. Hast leider keinen Platz mehr in deinem Inventar. Dieses Inventar ist einfach viel zu... Das ist einfach nicht richtig. Ich mache jetzt hier Fenster zu. Ich kann das nicht mehr.
Vor allem, weil das ja nicht so durchgängig ein Geräusch ist, sondern immer so. Ich meine, wenn ich hier mal eine Säge habe, dann ist das im Spiel cool, aber das machst du einfach nicht. Okay. Machen wir jetzt mal eine Kiste nur für Samen. Und die hätte ich gerne hier hin. Kann ich hier noch eine hinmachen? Jawohl, jetzt haben wir ganz viele. Toll. Toll. Ja. Bang. Hier kommen jetzt die ganzen Samen rein. Haben wir hier noch Samen drin? Selbstgefickte Bautmaschine. Natürlich auch wieder keinen Platz mehr. Ja, na klar. Deswegen mag ich das hier auch nicht. Mit dem Garten. Na. Genau deswegen nicht. Okay, kann ich langsam mal hier wieder. Hallo Minerva, du hast auch keinen Bock mehr. Kaum mache ich das Fenster zu, kommt Minerva raus. Die hat auch keinen Bock auf diesen Laubsägefritzen da gehabt. Da ist schon der Pastor. Oh mein Gott. Ich wollte auch die Kirche aufgemöbelt haben. Ah, habe ich auch wieder nicht geschafft. Ne, habe ich alles wieder nicht geschafft. Oh, Dankeschön. Ich habe verstanden, Knacki. Alles weg. Als er zurückkam, lag sein Haus auf dem Lasser. Wo haben wir denn jetzt mal meine Riemen hier? Okay, das hier, das hier. Ich packe jetzt erstmal eine Made hier auf die Leiste und dann esse ich die. Ja, bin schon ein harter Kerl, ne? Das kommt auch hier rein. Und dieses ganze Holz, das brauche ich doch auch nicht. Das lasse ich jetzt hier liegen. Minerva, was ist los? Das ist dein Wasserglas. Dafür brauchst du keine Angst haben. Achso, nee, du isst da. Okay. Dieses kleine Wesen ist manchmal schon ein bisschen doof. Aber die kriegt auch immer nur Ermahnungen von mir, das stimmt. Ihr habt ja recht. Ach, bist du runtergefallen jetzt? Ah, ja. Okay. Okay. Dann bleibt da eben liegen. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie niedlich so ein Hamster ist. Okay, wir haben jetzt Kerzen. Die geben Plus. Das Ding hier reiß ich ab. Und das auch. Kravonge! Und hier auch. Kravong! Direkt abgerissen. Wir haben zwar noch keine Kerzen für diese Kerzenständer, aber es ist schon mal cool, dass wir sowas überhaupt haben. Ne? Seide, wie soll ich das denn herstellen? Holzkonstruktion? Einen Beichtstuhl könnte ich auch noch bauen. Aber ich wüsste nicht, wo ich den hinstellen soll. Also hier ist ja eigentlich schon mal tipptopp. Hallo, Herr Pastor. Meine Kirche sieht gut aus. Der Friedhof sieht gut aus. Ich hoffe, der Friedhof erfüllt ihre hohen Standards. Ich sage mal nichts dazu. Ja, ich bin nicht einmal mehr angewidert von seinem Zustand. Nun musst du diesen Standard noch aufrechterhalten, um die Kirche zu verbessern. Die Kirche sieht auch gut aus. Die Kirche erstrahlt hell, eure Heiligkeit. Ah, das bin ich. Nee, doch, das... Hä? Verglichen mit der Stadtkathedrale ist das gar nichts, aber das ist... Aber für eine einfache Kirche ist das nicht übel. Nur noch ein paar kleine Veränderungen und dann können wir die Kirche verbessern. Du willst einen Fisch haben, das ist doch keine kleine Veränderung. Was ist mit dir los, Digga? Ah, oh, okay, wie viel Geld habe ich? Süß. Dann hat der tote Pferd sich einfach umgekehrt und hat mit seinem Schwanz die Fliege abgewehrt. Das sind so die Vibes von damals, ey. Okay. Viermal Bronzefisch. Das kriege ich hin. Das kaufe ich einfach beim Fischersmann da oben. Ich habe keinen Bock zu angeln. Weil ich es auch einfach nicht will. Weil ich auch einfach nicht mein Inventar voll ballern möchte mit irgendwelchen blöden Fischen. Das will ich gerade nicht. Nein, tut mir leid. Ihr könnt mir 100 Mal sagen, dass es sinnvoll ist. Aber ich will das jetzt gar nicht.
Ich werde in 10 Folgen werde ich es einmal gemacht haben und toll finden. Naja. Aber jetzt noch nicht. Jetzt noch nicht. Später. Jetzt noch nicht. Später. Hallo, guter Mann. Geben Sie mir mal einen Fisch. Das da, gutes Fischfilet. 4-mal. 4. Danke. Hat den... Guck mal, der hat ja schon Rang 3. Was ist das denn? Eine exzellente Angel. Siehst du, das kann ich doch mal kaufen. Eine gute Angel. Nee. Hier, bumm. Dann macht Angeln Spaß. Nicht mit so einer komischen... So Holz mit einem Plastikhaken dran. Das macht man doch nicht. Man muss doch hier schon mal richtig Saft unter der Kutte haben. Wenn man Priester sein will hier. Friedhofsgärtner. Dann brauchst du Saft unter der Kutte. Oh, das freut mich jetzt. Das freut mich jetzt. Wahrscheinlich wird er sagen, nein, ich will gefangenen Fisch haben und keinen gekauften. Das sehe ich. Da ist doch noch ein MSC-Siegel drauf. Ich möchte, dass der Fisch gelitten hat. Ja, ja. So. Oh Gott, ich muss niesen, glaube ich. Oh, ich sehe den Ausschlag hier gerade auf meiner Tonspur. Oh, oh, oh. Und dabei habe ich das Mikro noch weggedreht. Stell dir mal vor, ich hätte da voll Möhre rein. Nee. Hallo, hier. Du bist mein Retter. Ich hoffe, das klang nicht blasphemisch. Ach ja, ich hatte ganz vergessen, dir zu sagen, dass du eine Bauerlaubnis brauchst, um hier Änderungen vorzunehmen. Und was diese Erlaubnis angeht, bist du auf dich gestellt. Ich versuche immer, mich so gut es geht aus dieser seelenlosen Gierigen herauszuhalten. Aber... Oh, was kostet die? Bauerlaubnis 20. Was habe ich denn sonst gekriegt hier? So, rechtschaffener Bürger... Uschi des Monatszertifikat oder was war das? Ich hatte da doch was. Aber das ist auch wieder vorbei, ne? Ja. Okay, Leute. Ich hoffe mal, dass wir das letzte Mal, dass wir hier so eine billige Predigt vorlesen. Weil das irgendwie auch nicht angehen kann, finde ich. Da können wir so viele Punkte in der Kirche haben, wie wir wollen. Wenn das, was erzählt wird, einfach scheiße ist, dann ist das egal. Ich würde gerne ein paar Worte sagen. Die Bänke sind nur für zahlende Kunden. Allerdings möchte ich mich nicht dazu herablassen, von euch Geld einzutreiben. Deswegen wäre ich sehr verbunden, wenn ihr das freiwillig tun würdet. Dankeschön und wir sehen uns nächste Woche. Ach. Guck mal, das ist doch gut. Da geht bestimmt mehr. Ich bin mir ziemlich sicher, wenn ich meine erste richtige Predigt hier habe, dann wird's da richtig klingeln. Da, schau mal. Plus! Das hört gar nicht auf, hier zu Geld zu werden. 1,68 Euro. Das ist viel. Das ist genauso viel, wie wenn man eine Leiche einäschert. Das packen wir mal da rein. Und ich habe eine gute Geschichte gefunden. Das ist gut. Qualität ist halt wichtig, ne? Jawohl. Schauen wir uns doch mal diese Leiche hier an. Oh, ne. 73, 72, die kommt direkt auf den Scheiterhaufen. Oh, ja. Wer so lange im Flur rumgelegen hat, der ist einfach auch nicht mehr... Das ist auch nicht mehr schön. Zack. Und tschüss.